Das war der Aaron. Troschke. Alter, der Typ taucht auch in jedem Video auf, oder? Ich meine, ich habe den Channel noch nicht mal abonniert, weil ich mir noch nicht angeguckt habe, was er so alleine für Videos macht, also selbst für Videos. Und ich ganz ehrlich im Moment auch nicht wirklich die Zeit habe, von jedem YouTube-Channel die Videos anzusehen. Das ist ja gar nicht möglich, leider. Wie heißt dieses Syndrom, dass man nichts verpassen will? Boah, das ist ja hauptsächlich auf Facebook kursiert es ja rum, aber ich glaube bei mir, also. Man darf nichts im Internet verpassen, man muss immer auf dem neuesten Stand sein. Könnte ich auch Nachrichten schauen, aber das ist ja dann wieder langweilig, super. Dann heißt es wahrscheinlich, ja, schau lieber Nachrichten, hör auf zu prokrastinieren. Das ist doch genau das Gleiche wiederum. Also gut. Der soll 900, 600 kriegen. Dann Rainer. Wir hatten es in der letzten Aufnahme auch schon mal abgehandelt, ne? Und nun mache ich das gleiche nochmal. Tut mir wirklich leid. So, das war Engine 2:8. Das war 0,25. 900. 900 durch 0,25. Das wird eine große Zahl. 3600. Da muss ich eigentlich 900 mal 0,5 machen, ne? 4. Nicht 0,5, Alter! Ah. 900 mal 0,25. 225. Hat sie schon. Rainer 225. 900. Ich setze mal einen Haken dahinter. Sebastian ist jetzt dran. Alter, macht das Spaß, bei sowas zuzuschauen? Mal ganz ehrlich. Also wenn ich so faile wie gerade eben und Forscher trainiere, dann wahrscheinlich schon. Level Design. 4 Design, 6 Technologie. Das ist wieder wahrscheinlich wieder Dinger, ne? Hier. 4 durch 6, 0,66. Also ne, 2 Drittel. 900 mal 0,66. Das ist 600 mal. Ja, 600. 600 durch 900. Genau. 600. 900 soll der kriegen? Du brauchst also wesentlich mehr Technologiepunkte. So, bitte sehr. Brian. Wuff, wuff, kleiner Brian. Ach nee, der kann ja reden, gell? Was bist du? Gameplay? Ach, Design 2 Technologie, das ist ja ein Verhältnis von 4. Das heißt 900 durch 4. 900 durch 4. 225. Das hast du schon. 925 fertig. Das heißt, du darfst auch Forschung. Punkte trainieren. Du bist die Julia. Du bist Dialoge, das war wow, 9:1, ein Verhältnis von 9, also 100. Gut, das kann ich jetzt auch im Kopf ausrechnen. 900:100, das ist auch schon fertig. Dann kriegst du ebenfalls Forschung. Obwohl, ja, ne, Rainer haben wir, gut, die hat auch schon viele Forschungspunkte. Bei der haben wir ja Geschwindigkeit trainiert. Bei denen wäre es vielleicht auch ganz praktisch. Aber das, hier zum Beispiel, Julia ist von Forschung auch noch nicht so weit, von dem her geht es ja eigentlich. Und Grant sollte was werden? Grant? KI. Dafür braucht er aber mehr Designpunkte leider. Die KI. Das würde mich mal interessieren. 108. Warte, KI ist ja auch 2:8. Also 225. Nee. Doch, 225.
oder? 2 durch 8. 0,25, ein Viertel. Ja, doch. 225 und 700. Moment, warte, machen wir es andersrum. Was ist 180 durch 720? Das ist auch ein Viertel. Das heißt, hier kann man schon das Verhältnis sehen. Weil das müsste Level Design, ne? 360. Warte, gut. 36 durch 54 ist auch zwei Drittel. Level Design. 4 zu 6. 4 durch 6. Ja, ah, guck mal, man kann hier schon das Verhältnis sehen, wie das sein muss. 810 zu 90 ist auch 9 zu 1. Das ist ja interessant. Ich hatte mir beim ersten Durchlauf schon ungefähr gedacht, ah, wenn man hier für KI sehr viel Technologie braucht und für Dialoge sehr viel Design, dann wird es bei, bei KI wohl eher wichtiger sein, Techniker zum Spezialisten zu machen, als bei Dialoge, ne? Weil man eben das mehr braucht als das hier. Aber gut, 961, da geht auf jeden Fall nicht noch mehr. Von dem her müssen wir mit der Zahl rechnen. 961 mal 0,25. 240. Grand 240, 961. Gut, Hammers. Das heißt, du Design, obwohl du Techniker bist, damit du Spezialist werden kannst. So, haben wir es endlich geschafft. Hat jetzt... Oh, guck mal, die ist schon fertig. Hat jetzt natürlich ein bisschen gedauert, gebe ich zu. Ist halt so. Den Spielebericht haben wir anscheinend auch schon gemacht. Tut mir auch leid, aber... Das ging aber schnell mit dem Buchungsgrad. Aber... es lohnt sich auf jeden Fall, dann müssen wir später nicht immer wieder neue schauen, sondern ich gucke einfach auf den Zettel, was das Ziel ist und wo wir sind. Ne, vergleichen und dann entscheiden. Wunderbar. Jetzt entwickeln wir unser Add-on für unser MMO. Mit der Engine AAA für alle. Oder? Das kann ich auch gar nicht festlegen, okay. Gut, war eh ein 10er-Spiel, von dem her lassen wir die Einstellungen am besten sowieso so, wie sie sind. Und ändern nicht allzu viel daran. Das Add-on. Zwei eigentlich nicht, weil ist ja keine Fortsetzung, ist ja nur ein Add-on. Aber das ist dem Spiel egal, wenn wir in der Spielehistorie schauen würden, also es nicht in der Mod, sondern in der spieleigenen Spielehistorie, dann würde das eigene Spiel aufgeführt und es wird auch hier als neues Spiel verkauft, das sei schon mal vorweggenommen. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Und wo man sich meine Sätze wahrscheinlich auch schon denken kann, wo ich in etwa dann drauf hinauslaufen will. Nämlich nicht auslaufen, also aus dem Hafen. Ich will in der Stadt bleiben und die Flüssigkeit behalten. Generell jetzt so plötzlich so spontane Selbstauslaufung, das ist ja vielleicht auch nicht so schön. Ich meine, man ist ja kein Vertrag, der erneuert werden muss. Oder, weiß nicht, ein 100-Meter-Sprinter, irgendein Athlet bei der Olympia, ne? Wenn der durchs Ziel gekommen ist, muss er sich auch erstmal auslaufen. Ja, ganz, oder mit dem Hund Gassi gehen, muss man auch. Na, komm. Wir machen jetzt ja einfach mal weiter. Wie nennen wir das Spiel? Das ist die gute Frage. Das ist die Frage des Tages oder des Abends oder des Morgens, je nachdem, wann ihr es seht. Der Nacht vielleicht. Die Frage des Lebens. 42. Na, nee, das kann man, glaube ich, nicht machen. Jetzt hier mal, Dr. Scully. Ah, oh, wie war denn das? Irgendjemand hat es gehört, so Werbesprüche und so, ne? Bei Organhändlern, wenn man eine Werbekampagne für Organhändler machen würde. Oh Gott, wie war denn das nochmal? Oh Gott, ich bin so schlecht in spontanen Witze erzählen. Da vergesse ich immer alles. Organhändler. Wir holen das Beste aus ihnen raus. So war's, glaube ich. Schön. Oh, ich hoffe, das passt rein. Mit dem Komma geht's wahrscheinlich nicht, oder?
Drei. Wir brauchen noch drei. Okay. Wir können auf jeden Fall... Eins. Zwei. Ja, ich brauche noch eins. Ein Zeichen, ein Ding. Dann machen wir es so. Fassen das so zusammen, machen das Leerzeichen raus. Oh, nee, nicht die Null noch rein. Das muss man akzeptieren. Leerzeichen werden überbewertet. Im Zuge der Effizienz, um die Umwelt zu schonen, wagen wir einen gewagten Schritt und sparen uns die Leerzeichen. Es geht für die Leichtigkeit. Es ist für die Leichtigkeit. Ne? Weil wir ja alle leicht leben wollen und nicht der Schwermut als Opfer anfallen wollen, müssen wir bestimmte Buchstaben aus unseren Namen oder hier in dem Fall unseren Spieletiteln streichen. Wir haben sie geopfert für ein gutes und gesundes und leichtes Leben. Alter, 1,9 Millionen, aber gut, wir werden wahrscheinlich genug Profit machen, um das wieder reinzuspielen, es sei denn, wir lassen das Spiel die ganze Zeit laufen. Dann natürlich nicht. So, jetzt einfach mal. Und weil wir das, glaube ich, auch noch nicht gemacht hatten, machen wir geschwind eine eigene Spielemesse. Einfach, ich glaube nämlich, wir haben es noch nicht gemacht und das müssen wir natürlich noch machen. Und jetzt scheint es die richtige Zeit zu sein. Die Zeit wird auf jeden Fall reichen bis zur Messe und ja, damit wir es noch gemacht haben, wollen wir nicht vergessen. Es ist schön und gut, einen Stand bei der alljährlichen Spielemesse zu haben, um unsere Projekte vorzustellen. Aber mit unserer großen Fangemeinde sollten wir eine eigene Spielemesse in Erwägung ziehen. Und das versuchen wir jetzt einmal zu organisieren. Wunderbar. Oh, sind wir schon hier. Gut. Ich passe es mal ganz leicht an hier so... Obwohl ich es eigentlich nur ungern mache, ne? Weil wir... Es war ja ein 10er-Spiel, ne? Von dem her müssen die Einschaltungen eigentlich ganz gut sein. So, lineare Erzählung, Collectibles, einfach so ein Full-Motion-Video. Kann ich das Full-Motion-Video noch irgendwie mit reinbringen? Dafür irgendwas anderes rausnehmen? Collectibles, Simple Quests... Nein, anscheinend nicht. Dann lassen wir es so. Engine, Gameplay... Haben wir keine neuen Optionen? Gut. Grand Engine. Rainer soll die Engine machen. Warum hatten die Engine noch nicht gemacht? Waren die da noch nicht fertig mit dem Spezialisieren oder was da los? Na gut. Gameplay: Brian. Story Quest hat niemand. Egal, darf ich Julia machen. Und nachher die Dialoge sind ja nicht so viele. Es liegt ja kein Fokus da drauf. Gut. Bitte sehr. Wunderbar, und die fangen da gleich auch an zu schaffen. Mit 3 Millionen pro Monat sollte es ja kein Problem sein, das schnell auf die Beine zu stemmen. Und hier sieht man schon, wir machen jetzt mit dem Spiel eigentlich nur noch Verluste. Weil, weiß ich, die In-App- oder In-Game-Käufe, die werden, scheinen wohl doch nicht so attraktiv zu sein. Jetzt verkauft sich es doch wieder ein bisschen mehr, jetzt wieder nicht so gut. Keine starken Trends. Oh je, Na gut. Na, halt, wenn wir gerade dabei sind, Game Price, neue Aufnahme. Hallo, ja, Interview, ja, was wird priorisiert? Sound. Glaube ich. Also die Frage ist jetzt natürlich, ich habe es ja schon mal erwähnt, glaube ich, als der Nigerianer da, der gefragt hat, ob wir seine Firma nicht ein bisschen... wegen dem Profit und so mit auf das Konto überweisen wollen. Dass der Spielefirmenname manchmal falsch geschrieben wird und dass das, glaube ich, meiner Meinung nach Absicht ist. Ne? Hier ist ein wunderschönes Beispiel dafür.